Hallo zusammen. Heute bin ich wieder im Gespräch mit Rita von powerhouseinternational.ch mit dem Thema Bettnässen. Ich bin Marleen von akademie.selbstheilungscode.com und unser gemeinsames Ziel ist es, Menschen bei der Hilfe zur Selbsthilfe zu unterstützen. Wir starten gleich nach einem kurzen Intro. Selbstheilung gewusst wie mit Marleen von der Akademie.selbstheilungscode.com und Rita von powerhouseinternational.ch. Wir unterstützen dich bei der Hilfe zur Selbsthilfe. Hallo Rita. Hallo Marleen. Schön, dich wiederzusehen. Heute haben wir ein ganz spezielles Thema. Da geht es häufig auch bei Kindern um dieses Thema, nämlich das Thema Bettnässen. Und als Mutter von 4 Kindern bin ich natürlich auch regelmäßig mit anderen Müttern in Kontakt und höre immer wieder so diese Leidensgeschichten. Warum nässen einige Kinder denn ein und andere eben nicht? Ja, zuerst mal zur Erklärung. Von Bettnässen sprechen wir, wenn das Kind oder auch der Erwachsene eigentlich in der Lage ist, seinen Harndrang zu kontrollieren. Also vom Kleinkind, welches diesen Prozess zuerst noch lernen muss, ist hier also nicht die Rede. Und zuerst mal allgemein, wir haben in der Harnröhre einen Ringmuskel. Der hat einen willkürlichen und einen unwillkürlichen Anteil. Ich kann also willentlich pinkeln und den Harnfluss auch willentlich stoppen. Und wie jeder Muskel wird auch dieser von den Nerven aufgenommenen Reizen versorgt. Doch hier erfolgt die Versorgung in umgekehrter Richtung. Das bedeutet, wenn ich nichts aktiv mache, so ist er zu. Und wenn ich pinkeln will, so öffne ich ihn willentlich. Man kann also auch sagen, dieser Ringmuskel öffnet im Stress und schließt in der Vagotonie. Also wenn ich schlafe, dann ist der willentliche Anteil, also wo ich abdrücken kann, dann ist er schlaff. Doch der besagte Ringmuskel hält den Urin dennoch, eben wegen dieser besagten umgekehrten Innervation. Wenn der aber durch einen Konflikt gelähmt ist und der willentliche Anteil wegen des Schlafens schlaff ist, genau dann geht's in die Hose. Was kann denn so ein Konflikt sein, der den Schließmuskel lähmen kann? Eine Variante ist, dass ein doppelter Reviermarkierungskonflikt dahinter steht. Zum Beispiel, wenn ein Kind ins eigene Zimmer verfrachtet wird und es eigentlich noch gar nicht dazu bereit ist. Also wenn es aus dem Elternschlafzimmer ausquartiert, wird und es soll von nun an in seinem Zimmer schlafen. Ja, sowohl Mutter wie auch der Vater sind plötzlich weg und dann geht es beim Kind in die Hose. Also doppelter Reviermarkierungskonflikt, das ist ja also, dass sowohl der Vater als auch die Mutter das Kind aus dem Revier werfen. Habe ich das richtig verstanden? Ja, genau. Ja, so ähnlich. Bis anhin durfte das Kind im Elternzimmer schlafen und konnte Papa und Mama markieren. Für das Kind kommt der Rauswurf jetzt aber plötzlich. Es fühlt sich mutterseelen alleine gelassen und es ist hochakut dramatisch. Also die Empfindung des Kindes ist es, was hier zählt. Man könnte auch denken, dass man dem Kind schon einige Male angedeutet hat, dass es nun im eigenen Zimmer schlafen soll. Doch trotzdem kann es das Umplatzieren als plötzlich empfinden, weil es einfach den Verstand noch nicht so weit hat. Es kann einfach die Zeit nicht zuordnen. Ja, und zudem würde dies in der Natur bei einem biologischen Lebensstil so gar nicht vorkommen. Also man kann ja auch verstehen, dass die Eltern mal ihre Privatsphäre haben wollen. Gibt es denn da keine andere Lösung? Ja, genau. Ja, doch klar. Man könnte auch zu Beginn die Türen offen lassen, dass das Kind halt auch nachts mal wieder reinschlüpfen kann, bis es einfach so weit ist, um selbstständig im eigenen Zimmer zu schlafen. Man sollte hier einfach den Zwang und die Sturheit rausnehmen und der Natur einfach ein Stück weit den Lauf lassen.
Ja, Sturheit bewährt sich, wie gesagt, nicht in jedem Fall. Genau. Jedes Kind hat glücklicherweise ja seine eigene Persönlichkeit und da natürlich auch dadurch sein eigenes Tempo, oder? Ja, zum Glück ist das so. Denn ja, das Leben wäre sonst einfach zu berechenbar und zu langweilig. Gibt es denn noch andere Erklärungen für das Einnässen außer dem doppelten Reviermarkierungskonflikt? Es gibt auch das Szenario, dass der Urin während einer Heilkrise in die Hose geht. Denn wir haben ja schon gelernt, dass der Ringmuskel verkehrt innerviert ist, dass er im Stress öffnet und in der Vagotonie schließt. Und wenn der Mensch in der epileptischen Krise krampft, so ist er in diesem Moment sympathikoton, also im Stressmodus, und der Ringmuskel öffnet sich. Und dadurch nässt er natürlich ein. Der Epileptiker nässt also regelmäßig ein. Ein Epileptiker ist übrigens jemand, der immer wieder auf die Schiene kommt und dadurch immer wieder an seinen Konflikt erinnert und getriggert wird und somit auch immer wieder die Heilungsphase durchläuft. Und zur Heilungsphase gehört halt auch die Heilkrise. Und diese kann auch von einem epileptischen Krampfanfall begleitet sein, so zum Beispiel auch bei einem Überforderungskonflikt. Es geht gleich weiter. Willst du dich noch mehr ins Thema vertiefen? So nutze unsere Angebote auf unseren Seiten. An dieser Stelle kann ich dich, lieber Zuhörer oder lieber Zuschauer, nur dazu animieren, nochmal den Einführungsvortrag in die germanische Heilkunde anzuhören. Da erklärt Rita diese Abläufe ganz ausführlich und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, an einem Live-Seminar dabei zu sehen. Da können auch natürlich Fragen dazu gestellt werden. Ja, danke für den Hinweis. Ja, natürlich verlinken wir diese Möglichkeiten. Ja, doch jetzt noch mal zu diesem Überforderungskonflikt. Gibst du da bitte uns noch ein Beispiel? Ja, überfordert können wir uns ja regelmäßig fühlen. Doch das Ereignis muss immer die drei Kriterien, hochakut dramatisch, Mutterseelen alleine gelassen gefühlt und plötzlich erfüllen, wie vorher bereits einmal erwähnt. Und Helmut Pillar hatte einmal einen interessanten Erfahrungsbericht gebracht. Er hat an einem Heilpraktikerkongress war er eingeladen, um einen Vortrag zu halten. Und er ist am Abend zuvor mit kleinem Gepäck angereist, da er auch nach dem Kongress ganz sofort wieder abreisen wollte. Und als er da war, hat ihn die damals rechte Hand von Dr. Hamer, ein Mann namens Marco, aufgefordert, den Verband zu brüskieren. Ja, da Marco offenbar mit diesem Verband im Unfrieden war. Aber Helmut Pillar hat das vehement abgewiesen. Das werde er unter gar keinen Umständen machen. Und er hat berichtet, dass er sich in dieser Situation maßlos überfordert gefühlt hat. Und in der Nacht durchlebte er dann die Heilkrise vom Myokard, hat also eingenässt. Er hat jedoch keine Ersatzunterwäsche mit dabei gehabt und hielt den Vortrag andern Tags in seiner Lederhose ohne Unterhose. Okay, das ist ja meine Geschichte, sehr spannend. Okay. Ja, ich kenne noch so eine. Okay, erzähl. Ja, der Sohn einer Kollegin, der durfte einen Tag lang in einem kaufmännischen Betrieb arbeiten gehen. Wir nennen das in der Schweiz Schnuppern. Er durfte da also mitarbeiten, um zu schauen, ob ihm dieser Beruf und auch dieser Betrieb als Lehrbetrieb gefallen würde. Er konnte jedoch trotz guter Vorbereitung die Firma nicht finden. Er ist da umhergeirrt, die Zeit wurde langsam knapp und es war einfach furchtbar für ihn. Und er hat sich massivst überfordert gefühlt in dieser Situation. Als er dann endlich den Weg gefunden hatte und der Vorgesetzte Verständnis für sein zu spät kommen gezeigt hatte, so konnte der junge Mann den Konflikt auflösen und er kam kurz darauf in die Heilkrise mit einnässen. Und stell dir mal diese Situation vor. Zuerst kommst du zu spät. Und dann pinkelst du da vor deinem zukünftigen Arbeitgeber in die Hose.
Oh. Ah ja, ach du meine Güte, das muss wirklich schlimm sein. Ja. Ja. Ja, also diese Schmach könnte ja auch gerade das nächste sinnvolle biologische Sonderprogramm starten, also ein weiterer Selbstwerteinbruch. Ob das passiert ist, das weiß ich allerdings nicht. Okay. Also sehr, sehr spannend, was du uns heute wieder erzählt hast. Ich danke dir für deine Erklärung. Und wenn Gerne. du mehr wissen möchtest über die germanische Heilkunde, dann schau dir auch unsere anderen Videos gern an. Folge uns und abonniere uns gerne auf unseren Kanälen und besuche auch unsere Webseiten. Unsere Angebote erweitern sich ständig. Also Rita, dann alles Gute und euch da draußen viel Spaß beim Finden eurer Konflikte zum Thema germanische Heilkunde. Prima, danke. Tschüss. Tschüss. Weißt du nicht, wo du beginnen sollst? Dann habe ich etwas Tolles für dich. Ein Analysegespräch. Wir analysieren gemeinsam deine Ist-Situation. Ich unterstütze dich dabei, die Ursache deines Unwohlseins zu finden. Das Gespräch findet online statt und 20 Minuten sind kostenlos. Melde dich jetzt an. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Marlene von der Akademie.selbstheilungscode.com und Rita von powerhouseinternational.ch verabschieden sich. Wir freuen uns über dein Like. Abonniere auch gleich unseren Kanal und aktiviere die Glocke, damit du keinen Beitrag mehr verpasst. Schau gleich weiter. Eine Auswahl an Videos findest du hier.